Jo, was geht da, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der Rewards Day. Das Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Auch meinen neuen Partner. Level Up findet ihr in der Videobeschreibung. 5% off mit dem Code DERKC. Bevor wir reingehen, mit gestern im Stream für diejenigen, die es verpasst haben, diese Premium Upgrade Packs ein bisschen gespammt. Zweimal haben wir es gemacht. Auch hier aus den Upgrade Packs haben wir gute Sachen gezogen. Da zeige ich euch mal gleich ein kurzes Highlight. Aber ich hätte lieber den. Oh, Walkout! Walkout auf Ehre! Kuss, 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 Kuss! Yay, Kuss! Kuss, Kuss! Kuss. Für Minjo? 87er ist da! Ey, man. Ja, Walkout! Ich sagte, man kommt mal wieder in Walkout! Hier kommt er doch! Ronaldo auf Ehre! Kuss, Kuss! Sané? 80er nehme ich mit, Digga. Nehme ich mit, Digga. Let's go. Let's go, Digga. Come on, EA, gönn jetzt bitte. Ihr seid die Besten. Ey, Bale. F*** dich. Ey, all die Münzen für so eine Scheiße ausgegeben, Mann. Dann hab ich noch doppelt, Mann. Jetzt muss ich wieder diesen Bug da machen. Diesen scheiß Klitsch muss ich da machen. Mann! Let's go, komm schon, ey, du bist eine Maschine! Kuss gehen raus! Küsse gehen raus, nicht Kuss geht raus! Was ist das denn? Was ist das? Digga, willst du mich verarschen oder was? Was ist das denn für eine Karte? Digga, was ist das für eine Scheißkarte, Mann? Hä? Ich wusste gar nicht, dass es die Karte gibt! Ja, wie ihr seht, Upgrade Packs waren in Ordnung, zwei Walkouts gezogen, aber aus dem Premium Upgrade Pack eher mau, ja, nicht so geil. Wir werden auf jeden Fall die UEFA Top Spiele noch abschließen. Ajax gegen Tottenham habe ich. Drei Spieler von Tottenham oder Ajax, ja, untauschbar. Ihn hier untauschbar und auch ihn hier ist. Auch er ist untauschbar und der Rest ist, glaube ich, auch teilweise untauschbar. Also kostet mich nicht so viel, kriegen dafür ein UC 2 Players Pack. Ihr seht, es ist auch nur noch eine Stunde und 10 Minuten übrig. 28 Packs haben wir momentan. Wie gesagt, die meisten sind für Team of the Season aufgespart. Dann haben wir Liverpool gegen Barcelona noch. Arthur und Sturridge sind untauschbar. Ich musste ihn hier kaufen für 4600 und auch ihn hier für 4800. Ich dachte mir, komm, hey, scheiß drauf. Wir riskieren es einfach. Vielleicht haben wir Glück und ziehen einen Walkout und holen die Münzen zurück. Warum nicht? Ihr wisst, ich liebe das Risiko, ja, was riskieren zu müssen, um ein bisschen Münzen Profit einzuholen. Da kriegen wir auf jeden Fall drei Packs nochmal, die nicht schlecht sind. Und bevor Leute fragen, ey, warum hast du das gestern gemacht hier mit den Upgrade Packs, waren ja größtenteils Coins-Verschwendung, war auch Coins-Verschwendung, aber wer gestern Twitch um 19 Uhr am Start war, hat gesehen, dass ich einigermaßen gut getradet habe. 588.000 haben wir am Start. 19 Uhr Trading hat geregelt. Giroud hier 10k oder sogar 12k überteuert verkauft. Dzeko mussten wir wegen Klitsch kaufen. Habe ich ja gezogen. Habe ich schon wieder diesen Duplikaten-Klitsch gemacht. Wer es nicht kennt, schaut mal das Video von Nepentes an. Manzug, ich habe mir, glaube ich, für, ich weiß nicht, auf jeden Fall über 10k Profit jetzt verkauft. Zu Barcic auch Toprak habe ich alle für 7 irgendwas geholt. Sind 2 bis 3k pro Karte. Demirbay, glaube ich, gezogen. Rugani, glaube ich, auch für 6k gekauft. Und hier alle halt 2 bis 3k. In Sonzi dasselbe, auch 6k gekauft. Und dann bei Fährmann haben wir halt den größten Profit gemacht. 7,5 haben wir den meisten geholt. Haben dann halt 4 bis 5k pro Karte gemacht. Haben wir, glaube ich, 15 mal geholt. Ist in Ordnung. Und dann haben wir noch, ja, wie gesagt, Weller gezogen. Und auch hier Alexander Arnold. Das war von der letzten Folge, glaube ich. Wo wir Goldpacks oder Goldspielerpacks aufgemacht haben. Ein paar haben wir noch übrig. 85er muss ich mal gucken. Könnten heute nochmal steigen. Weil die SBC, die Premium SBC, ist noch einen Tag verfügbar. Aber die Upgrade SBC läuft heute Abend aus. Das könnte sein, dass die vielleicht nochmal steigen. Ansonsten haben wir noch ein paar kleine Sachen, die wir verkaufen könnten. Insgesamt hätten wir wahrscheinlich so 700-800k auf der Bank, wenn wir alles verkaufen, was wir auf der Transferliste haben. Wie gesagt, ihn haben wir ja doppelt gezogen. Haben wir wieder irgendeinen für eine SBC zum Abgeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Rewards. Rivals. Sollte ich Rang 2 geschafft haben, werde ich für die Team of the Season aufbewahren, ob ich morgen aufmache oder nächste Woche zur Premier League. Schauen wir mal, werde ich heute nicht machen, weil Packrate haben wir auch eben im Stream gesehen, sehr, sehr schlecht und lohnt sich nicht jetzt ohne Special oder Promo-Karten aufzumachen. Weil ich überlege gerade, wir machen, glaube ich, erstmal die Packs auf und dann gehen wir zu den Food Gems Elite Rewards.
Ich würde sagen, wir machen zuerst ein Goldspieler-Pack noch auf. Vielleicht haben wir Glück und ziehen einen, ja, von Liverpool oder von Barcelona. Die bringen ja dann einigermaßen Coins rein. Schauen wir mal. Ist hier was Gutes dabei? Ja, ich glaube nicht. Ja, unlucky. Man kann nicht immer Glück haben. Nimmt man trotzdem natürlich mit. Wieder kann man früher oder später eh gebrauchen. Und dann schauen wir, was haben wir noch? Das sind halt die Anführungsstrichen billigen Packs, ne? Da haben wir 125k Pack, Elektrum Spieler Set. Ja komm, das kann man eigentlich auch noch aufmachen. 6 Gold, einer selten, 6 Silber. Vielleicht ist hier noch mein Barca oder Liverpool Spieler am Schlüssel. Oh, wir haben sogar eine Leinwand. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer ist das? Der gute Goretzka. Okay, 83er nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Ist jetzt auch nicht die Welt. Und haben leider keinen Barca oder Liverpool-Spieler am Start. Aber ist 3 noch was wert. Schicken wir auf die Liste, Transferliste. Und hier haben wir jetzt auch nichts so krasses am Start. So, da haben wir noch die 3 UCL-Player-Picks. Ich würde sagen, wir fangen hinten an. Ich weiß nicht, warum immer noch 3 UCL-Player stehen und 3 selten. Aber wir kriegen Workout. Das heißt, es ist ein großer Profit schon mal da. Egal, ob es ein 86er nur ist. Vielleicht irgendwas Heftiges. Wer ist das? Oh mein Gott, Toni Kroos! 91er Toni Kroos! Holy shit, ich hoffe, es hat jetzt nicht gehangen. Ich nehme jetzt momentan wieder bei dem Setup auf. Bei mir normalerweise auch immer streamen. Holy shit, Toni Kroos, Mann! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Zum Glück haben wir die SBC gemacht, ja. Ich habe gesagt, ich riskiere 12.000 Münzen und krieg einen Kroos, der 90.000 ungefähr wert ist. Holy shit, das ist Big Profit. Big Profit. Hat sich das... Ja, mal gelohnt. Bisschen zu riskieren. Wow. Nehmen wir gerne mit. Geil, Digga. Das hat sich ja schon gelohnt. 90.000 plus. Seit langem mal wieder Englisch. Ne? So ein heftiger Spieler, der mir ein bisschen Münzen einbringt. Haben noch 2 Packs. Alles for free jetzt. Das nehmen wir gerne mit. 90.000. Ich dachte schon, welcher Deutscher ist das? Khedira 86er vielleicht, habe ich gedacht. Aber Toni Kroos ist natürlich einer der Besten, muss ich sagen. Vom Rating her auf jeden Fall. Natürlich gibt es welche, die ein bisschen teurer sind. Oh, Barca-Spieler, let's go. Barca-Spieler auch noch am Start. Let's go, nochmal 6k gemacht. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann würde ich sagen, da haben wir noch das allerletzte Champions League Pack. Ganz, ganz hinten. Einer ist es. Ich erwarte jetzt nichts Krasses, aber zumindest ein 83er, 84er würde mir auch nochmal gut Münzen einbringen. Erwarte aber jetzt nicht viel, wenn wir schon Barca-Spieler ziehen und Toni Kroos. Wer ist das? Ich glaube, das ist nichts Krasses. Ja, der wird nichts wert sein. Aber kann man nicht zufrieden sein aus den UEFA-Top-Partien? Dann würde ich sagen, es ist soweit. Es ist soweit. Wir gehen rüber zu den Elite-Rewards. Ja, wenn wir, ohne Scheiß, wenn wir jetzt hier Hazard in Rot ziehen sollten, weiß ich nicht, ob der kommt, ne? Aber wenn der kommen sollte, dann werde ich ihn testen und überlege, mir auch vielleicht echt dann Neymar zu verkaufen. Weil die Münzen könnte ich dann woanders im Team investieren. Dafür müssen wir ihn erstmal natürlich ziehen. Elite 3 haben wir geschafft. Wieder die letzten 4 Spiele, glaube ich, gewonnen. Wieder auf Krampf. Ich hoffe, es wird belohnt. Wir werden das 100k Pack nicht aufmachen, aber das Inform-Pack werden wir noch aufmachen. 70.000 Münzen nochmal mehr auf der Bank und 3 Player-Picks. Ich bin gespannt, Jungs. Ich bin gespannt. Da sind einige krasse Karten am Start. Im ersten Pick ziehen wir Julian Brandt, was schon sehr, sehr stark ist. 4-Star. Physics ist nicht die beste, aber der Rest ist echt geil, muss ich sagen. Pace, Schießen, Passen und Dribbling, echt gut. Kann man testen, wenn der Scheiße ist. Ey, auf jeden Fall eine Karte für eine SBC, die mir dann auf jeden Fall 25.000 Münzen oder so sparen kann. Dann würde ich sagen, ich bin zufrieden aus dem ersten Player-Pick, aber das geht besser, ey. Das geht vielleicht noch ein bisschen besser, wollte ich gerade sagen. Ziehen zum zweiten Mal Julian Brandt. Ich glaube, ich muss überlegen, gibt es eine SBC, die ich machen kann, wo ich ihn abgeben kann. Ich gucke mal ganz kurz, ich mache mal kurz einen Cut, Jungs, und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht eine SBC finde, wo ich ihn abgeben kann. So, Freunde, ich werde ihn, denke ich, mitnehmen. Ich erinnere mich, dass mir ein Abonnent mal gesagt hat, dass bei der Plonk 83 oder 84 man kein Inform braucht und da kann man natürlich dann ein gutes Pack mitnehmen. Ich werde dann Townsend nicht mitnehmen, One Punch Man werde ich auch nicht mitnehmen und Cordoba auch nicht. Deswegen, ja, werde ich ihn jetzt so mitnehmen und dann habe ich ein weiteres Pack für die Team of the Season, die wir dann aufsparen werden. Und dann würde ich sagen, im letzten Pack vielleicht auf Ehre, auf Kuss-Kuss-Basis, EA Sports. Vielleicht hier?
Ja, das Lustige ist, ich nehme ihn nochmal mit und ich will einfach die 83er und 84er SBC von Plonk abschließen. Haben wir einfach dreimal denselben 87er gezogen. Dreimal einfach Julian Brandt. Also ich weiß nicht, ob es irgendein Video gab, wo ich das schon mal so geschafft habe. 3 87er plus von dem gleichen Spieler. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Nehmen wir so mit. Ist in Ordnung, EA. So, Freunde. Nach 1000 Jahren bin ich zurück. Ich habe mich entschieden, Laurent Plonk SBC zu machen. Aber nicht die 83er, weil ich die schon mal fertig gemacht habe. Ich habe mich entschieden, die 84er und 85er SBC fertig zu machen. Dann fehlt mir nur noch die 86er und die 87er. Und ja, die anfangs 4. Ich meine, eine Krone kann ich abgeben. Ich glaube, ich mache ihn die kommenden Wochen auch noch fertig und werde ihn erstmal mit Plonk ersetzen. Weil mir fehlt echt nicht mehr viel, um die SBC fertig zu machen. Und ja, ich spare mir halt einige Münzen dadurch, dass ich halt diesen, Julian Brandt abgeben kann. Zweimal. Hier die SBC ist eigentlich ganz, ganz günstig. Da war ein bisschen teuer, wegen Chemie muss ich das machen. Bruno Fernandes, weil er momentan eine Impfform hat, ist ein bisschen teuer, aber die restlichen Spieler gingen eigentlich fit. Okay, Philippe Andersson auch noch ein bisschen teuer, musste ich halt alles wegen der Chemie machen. Bin jetzt bei 82 Chemie, ja, Megapack, geht aber irgendwie noch fit, würde ich sagen. Dann kommen wir zur 85er SBC, die war ein bisschen teurer. Muss auch hier nochmal zwei Spieler eine Position Change Karte geben, sollte jetzt nicht so teuer sein, LM to LF und RM to RF. Sollte okay sein, passt. Ihr seht schon, ich werde ihn abgeben, den Pizzi, den werde ich eh nie spielen, spare ich mir einige Münzen. Können wir zusammen nochmal durchgehen, war jetzt ein bisschen teurer, wie gesagt, 4000 hier, 5000 nochmal, 4,6, 3,2, 4000, Brand weg, 10.000 Milli, rote Karte muss hier weg. Deko habe ich halt, wie gesagt, ja, gestern schon gezogen, habe den jetzt halt doppelt einmal auf der Transferliste, kann ich hier einmal abgeben und dann nochmal Command für 2,8. Dafür kriegen wir ein 45k Pack und haben 3 von, glaube ich, 9 oder 8, glaube ich, SBC bei der Plonk fertig, ne? Ich werde ihn, denke ich, echt fertig machen, weil das kostet nichts, das kostet nichts. Das sind zwei Informs, kosten mich vielleicht 25.000. Icon habe ich zum Abgeben. Ich glaube, hier die zusammen kosten mich nochmal 350.000. Je nachdem, was ich für Untauschbare abgebe, geht das eigentlich echt fit und wir haben Plonk schon mal für unseren Team. Nice, werde ich, denke ich, echt die kommenden Wochen, die Tage fertig machen. Haben hier nochmal einen. De Fritsch für 7,9 verkauft. Hier hätte ich mal gar keinen einkaufen müssen. Wusste ich nicht. Dann komme ich hoffentlich auf meinen Inform-Pack, das ganz, ganz hinten sein wird wahrscheinlich. Ich gucke mir mal ganz kurz. Ich glaube sogar eher nicht. Nee, ich muss ein Pack vorher aufmachen. Machen wir so ein Gold-Pack dann auf Ehre auf. Oder so ein Premium-Goldspieler-Pack von mir aus. Dann kriegen wir vielleicht noch einen Barca oder... Oh, müssen noch hier um Julian Brandt uns kümmern. Den können wir dann ins Verein schicken. Und... kriegen dann vielleicht hoffentlich, wie gesagt, aus dem Premium Goldspieler Set ein, ja, ein Barca oder Liverpool Spieler, den wir nochmal für 6.000-7.000 jetzt verkaufen können. Ja, keine Leinwand ist in Ordnung. Schauen wir mal weiter, ob hier irgendwas dabei ist. Arsenal Spieler ist da. Schnell gleich nochmal rein. Was nicht Arsenal? Liverpool, scheiße, das war Liverpool. Nein, Barca ist auch nicht am Start, also eher ein Flop Pack. Miese. Aber das wichtige Pack kommt jetzt noch. Das ist nämlich unser Inform-Pack. Ganz, ganz hinten. Ich werde es zu der Team of the Week aufmachen. Ist eigentlich gut genug. Sobald ein Walkout rauskommt, kann natürlich vieles Heftiges rauskommen. Aber eigentlich ist nur Hazard, der ein bisschen was wert ist. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Bitte wenigstens ein Walkout EA Sports. Walkout ist da, come on. Please, please. Einmal in deinem Leben EA Sports. Ich brauche ein paar Münzen. Oh mein Gott, komm es, let's go, Digga. Ist ja, ich glaube, der ist über 150k wert. Oh mein Gott, er hat auch voll die krassen Werte. Let's go, Mann. Endlich hat sich mal nach 1000 Jahren spielen Elite Rang gelohnt, Digga. What the fuck? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass mir. Der ist, glaube ich, Top 3, oder? Vom Wert her. Der ist, glaube ich, Top 3 vom Wert her. Gomez. Also, das kann man, glaube ich, meine lieben Freunde, machen. Oh mein Gott, Digga. Was? Alter, glaube ich, einer meiner besten Elite. Inform Packs 150.000 hier nochmal zumindest 40.000 45.000, Digga, über 200k machen wir eigentlich mal aus den Elite Rewards. Player Picks waren ganz in Ordnung, dreimal Julian Brandt ist sehr, sehr gut, dreimal Julian Brandt haben wir uns auch einige Münzen gespart und hier, meine Freunde, das war's mal komplett. 150k hier, ja, 40, 45k da und nochmal hier Abstoß, also das
Da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Endlich mal wieder. Ja, hat sich das echt gelohnt, mal hier so der Team of the Week aufzumachen. Ich glaube, es war echt Gomez Top 3. War er Top 3 oder Top 2 sogar? Ne, Top 3, glaube ich, ne? Ich glaube, hier der Hazard natürlich. Mit Abstand der Beste. Werner wäre, ja, noch mal ein Ticken wert gewesen. Aber ey, Top 3 nehme ich mit. Oder Lala vielleicht. Ah, Lala ist vielleicht noch ein bisschen mehr, aber Top 5 auf jeden Fall. Top 5 nehmen wir mit. Digga, richtig gelohnt, diesmal Elite zu schaffen. Also hat sich das Schwitzen, das Raging einmal in meinem Leben sich endlich mal gelohnt. Endlich, Jungs. Endlich mal wieder Packlack ist zurück. Und wir haben noch, ich hab's komplett vergessen, wir haben noch Toni Kroos gezogen. Also wir haben diesen Pack-Opening wahrscheinlich 300.000 gemacht. Endlich, Mann. Hoffentlich, ja, bleibt das auch so zur Team of the Season. Also 300.000 nochmal extra hier am Start. Da können wir mal überlegen, ob wir echt nicht jetzt die kommenden Wochen, ja, Plonk fertig machen. Und dann wahrscheinlich noch eine Icon namens Henri oder Pelé. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, was ist von heute im Video? Falls es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir heute nochmal so geile Sachen ziehen, obwohl wir halt eigentlich kaum Packs aufgemacht haben. Weil die anderen 29 Packs werde ich zu Team of the Season aufmachen. Also morgen seid ihr am Start. Und dann würde ich sagen, danke fürs Schauen. Wir sehen uns die Tage wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.